Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Allerdings eine Sommer- bzw. Frühlings-Edition. Ich habe ziemlich coole Sachen rausgesucht. Wir reden gar nicht lange drum rum. Los geht's. So, Freunde, wie schon beschrieben, ich habe ziemlich coole Sachen rausgesucht. Unter anderem auch Sales etc. Ein paar coole Sachen sind auf jeden Fall am Start, meiner Meinung nach. Und wir reden gar nicht lange drum rum. Hier fangen wir an mit dem ersten Piece. Los geht's. So Leute, das erste Piece, beziehungsweise die ersten Pieces, die mir gefallen haben, finde ich bei H&M. Zuletzt muss ich zugeben, H&M hat so ein bisschen geschwächelt, allerdings finde ich diese Leinen-Collection für den Sommer und Frühling sehr, sehr nice. Die haben da sehr schöne Farben rausgesucht und auch die Schnitte sehen sehr cool aus. Ich habe hier verschiedenste Sachen, die mir gefallen würden und dementsprechend auch hier zum Beispiel dieser Look sieht sehr, sehr nice aus mit diesem, ich sag mal, beige. Gefällt mir extrem gut. Preise sind vollkommen in Ordnung. Oder hier dieser braune Look, ganz im Braun. Die Hose hat einen extrem coolen Fit und dementsprechend fand ich das echt cool und habe das mit reingenommen. Hier seht ihr die Sachen nochmal im Überblick. Und das sind die ersten, das ist die erste Empfehlung. Die ersten Favorite Pieces der Woche sind in dem Fall von H&M. Ich weiß, keine Werbung oder sonstiges, sondern die Sachen gefallen mir wirklich gut. Ihr habt da die Qual der Wahl. Preis-Leistung finde ich echt in Ordnung und ja. Mein Favorite Piece, mein Favorite Look wäre auf jeden Fall dieser braune Look zum Beispiel, aber auch dieser beige Look hier oben finde ich sehr, sehr, sehr cool. Diese ganzen, ich sag mal, einfarbigen Looks feiere ich extrem, gepaart dann teilweise mit weiß oder schwarz, kann man sehr, sehr nice machen und dementsprechend, das ist das erste Piece. Machen wir weiter mit dem zweiten Piece und das zweite Piece habe ich gefunden, zwar bei Weekday. Was ich daran so nice finde, es sind diese Relaxed-Hemden. Ich finde, das hat einen sehr, sehr coolen Fit, fällt extrem gut. Und wenn ihr hier schon seht, wie das Model das trägt, finde ich, gefällt mir extrem gut. Es gibt es in Schwarz und in so einem cremefarbenen Weiß. Wobei ich sagen muss, in Schwarz gefällt es mir noch ein bisschen besser. Aber ich finde den Fit und das Material sieht sehr, sehr cool aus und ist meine zweite Empfehlung. Und dementsprechend natürlich mit 50 Euro schon ein Preis für ein Hemd, nicht ganz so günstig, aber zum Beispiel unten in der Ecke kann man 10% sparen, wenn man den Newsletter abonniert, kriegt man natürlich immer nervige Spam-Mails, aber so gesehen, man hat schon die Möglichkeit, den einen oder anderen Euro noch zu sparen und dementsprechend das zweite Piece finde ich sehr cool, diese, ich sag mal, Relax-Fit-Hemden von Weekday. Machen wir weiter mit dem dritten Piece und beim dritten Piece habe ich gefunden auch wieder ein Hemd und ich bin ja im Sommer bzw. im Frühling ein sehr großer Fan von diesen, ich sag mal, Hawaii-Hemden oder Floral-Hemden. Ich blende euch jetzt auch nochmal eben ein Foto ein, weil ich sowas eigentlich jedes Jahr wiederkehrend immer wieder gerne trage. Man kann das wirklich cool tragen, relaxed, ein bisschen casual oder halt eben ganz sommerlich, dann mit kurzer Hose geht es genauso gut. Aber ich finde dieses Hemd extrem nice und dementsprechend die Farben gefallen mir extrem gut, habe ich sonst reingenommen. Man muss natürlich auch sagen, es ist sehr auffällig, es muss euch gefallen, aber ich finde es bei Urban Outfitters für 59 Euro echt cool, weil ich habe ein ähnliches Hemd von Saint Laurent und ich kann euch sagen, das war wesentlich, wesentlich teurer, deswegen finde ich es auf jeden Fall nice. Wird ein Viskosehemd sein? Ah ne, 100% Baumwolle. Okay, bin ich mal gespannt, wieso sich sowas anfühlt und trägt. Mal gucken, vielleicht bestelle ich das mal probeweise und Urban Outfitters macht zuletzt keinen schlechten Job. Dementsprechend habe ich auch das wieder hier gefunden. Checkt das auf jeden Fall mal ab. Und das war das Piece Nummer 3. Machen wir weiter mit dem Piece Nummer 4. Bei dem Piece Nummer 4 habe ich eine sehr, sehr coole Hose gefunden. Und zwar beim Mango Man. Und da finde ich den Preis extrem cool. 39 Euro, also 40 Euro. Für den Fit her muss ich sagen, gefällt mir extrem gut. Der hat einen sehr, sehr coolen Straight Fit. Ganz leicht enger werden zu den Knöcheln hin. Finde ich jetzt nicht zu lang. Wie gesagt, farbtechnisch auch komplett mein Fall und wie die das Ganze jetzt stylen, ist natürlich Geschmackssache. Die haben es mehr casual gestylt, man könnte die Hose aber auch cool zu einem Hoodie anziehen etc. Finde ich für den Sommer, Frühling sehr coole Farbvariante und dementsprechend für Preis-Leistung mega. Geht da ruhig true to size, also wirklich eure echte Größe nehmen und nicht irgendwie eine Größe größer, würde ich euch empfehlen. Aber ihr habt bei Mango auch immer die Möglichkeit hier eure Größe so ein bisschen abzuchecken, indem ihr dann so ein paar Daten eingibt, dann macht das Ganze nochmal einfacher und ihr könnt dann zum Beispiel auch den Fit auswählen. Ist eine sehr, sehr coole Geschichte und Mango meiner Meinung nach hat für den normalen Geschmack sehr coole Sachen, könnt ihr auf jeden Fall den Shop abchecken. Auch da ist eine dicke Empfehlung für die Woche ausgesprochen.
Machen wir weiter bei dem nächsten Piece. Und das nächste Piece ist wieder ein Leinen-Piece, was ich gefunden habe, auch wieder von Mango. Finde ich sehr nice. Das ist so eine Art Oberhemd, ja, Schrägstrich Jacke. Gibt es in zwei verschiedenen Colorways, entweder hier in Khaki oder halt in diesem Beige-Ton. Gefällt mir extrem gut. Wie ihr seht, wenn die Jacke zugetragen wird mit den Taschen, finde ich echt nice. Muss ich zugestehen, gefällt mir echt gut. Oder halt eben auch offen, ein bisschen mehr relaxed. Finde ich auch sehr, sehr cool. Natürlich auch, wie ihr seht, sehr casual gestylt, aber meiner Meinung nach ein sehr cooles Hemd, beziehungsweise Schrägstrich Jacke, kann man echt gut als Jacke auch im Sommer bzw. Frühling verwenden und dementsprechend für 60 Euro meiner Meinung nach auch ein cooles Piece. Könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Wie gesagt, alle Links findet ihr unten in der Infobox und ja, checkt das auf jeden Fall mal ab. Das war das Piece Nummer 5. Machen wir weiter mit dem Piece Nummer 6 und das Piece Nummer 6 habe ich gefunden bei Zara. Ist eine echte Wildlederjacke, also mit echtem Leder, nicht mit diesem Fake-Leder. Ist natürlich mit 200 Euro auf jeden Fall teuer, aber wenn man das Verhältnis sieht zu anderen Marken, wenn ihr die Jacke jetzt woanders kaufen würdet, aus echtem Leder, wäre sie wesentlich, wesentlich teurer, mindestens in dem 400-500 Euro Bereich, deswegen ist das auf jeden Fall auch eine günstige Variante. Sieht vom Fit und von den Farben her sehr, sehr cool aus. Ich habe sowas Ähnliches auch in meinem Kleiderschrank, aber da es sowas nicht immer zu kaufen gibt, ist das auch eins meiner Favorite Pieces der Woche. Könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Auch hier habt ihr die Möglichkeit, das verschiedenste zu stylen, aber ich sag mal, größtenteils wird die Jacke auf jeden Fall im Casual-Bereich liegen, dementsprechend sehr nice, sieht von der Verarbeitung und vom Material sehr cool aus. Natürlich muss man sowas nochmal in der Hand halten, aber auch das könnt ihr gerne abchecken. Natürlich mit 200 Euro, nicht ganz so günstig, aber sehr cool. Oh, guck mal hier, hat auch noch coolen Schmuck, den habe ich noch gar nicht abgecheckt. Könnte man sich auf jeden Fall auch mal anschauen, aber das machen wir an einer anderen Stelle nochmal. So, kommen wir zum nächsten Piece und ich bin ja sowieso gerade so ein bisschen auf diesen Erdtönen-Film mal wieder, geht Richtung Frühling, Sommer immer und ich habe mir echt den Arsch abgesucht und zwar suche ich einfach einen braunen Hoodie und entweder sind die ausverkauft oder die gefallen mir vom Schnitt einfach nicht und der hier gefällt mir echt gut, den gibt es wieder bei der beliebten Marke LFDY, sehr sehr coole Streetwear Brand, wenn nicht sogar die größte in Deutschland, auf jeden Fall safe. Und ja, der gefällt mir extrem gut vom Fit her, hat kaum Branding drauf, es gibt den auch mit dicken Branding, aber ich bin da nicht so der Fan von und dementsprechend, ja, den könnte man auf jeden Fall auch abchecken. Wie gesagt, brauner Hoodie, meiner Meinung nach auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Piece, was man gerade tragen könnte und muss man nicht so stylen, aber auch mit dieser hellen Jeans sieht es cool aus. Für 80 Euro natürlich auch nicht ganz so günstig, aber ich glaube, ich würde Richtung älteren tendieren und im Vergleich zu anderen Hoodies von denen, die immer sehr, sehr hochwertig wirken, hoffe ich mir davon auch was Cooles. Dementsprechend auch der hat es in meine Favorite Pieces der Woche geschafft. Check das auf jeden Fall. So, kommen wir zum nächsten Piece und das nächste Piece ist ein paar Schuhe und zwar habe ich das bei Nike gefunden. Die sehen eigentlich aus wie Air Force One, allerdings mit einer dünneren Sohle. Finde ich sehr cool, sehr simpel gehalten. Wie gesagt, diese plateaumäßigen Air Force One habe ich seit neuestem auch wieder in meinem Kleiderschrank drin. Trage ich eigentlich auch ganz gerne, aber ich muss euch zugestehen, ich bin nicht so der riesige Fan von dieser dicken Sohle andauern. Dementsprechend fand ich die eigentlich sehr cool. Als eine Alternative habe ich sie einfach mal mit reingenommen. Die haben mir einfach gefallen. Ist jetzt kein super Hype-Schuh oder sonstiges, vor allen Dingen Preis-Leistung für 65 Euro, mega nice. Dementsprechend, die werden auf jeden Fall safe bestellt und da kommt auch noch ein Feedback zu. Aber wie ihr seht, einfach von der Form her etc. eigentlich 1:1 wie ein Air Force, nur halt eben die dünnere Sohle. Sehr, sehr cool. Der heißt halt Nike Code Vision Low. Finde ich cool. Deswegen auch da eine Empfehlung ausgesprochen. Auch der Link findet ihr unten in der Infobox. Sehr nice. Und ja, das war das siebte Piece. Kommen wir zum achten Piece und beim achten Piece möchte ich euch ein Sale vorschlagen und zwar oder empfehlen. Endclosing, sehr, sehr hochwertiger Shop, ist auch keine Kooperation oder sonstiges, sondern das ist mir einfach nur aufgefallen. Hier findet ihr wirklich sehr coole Marken, also wirklich schon in diesem Premium-Bereich und die machen gerade einen Mid-Season-Sale. Also es gibt relativ selten einen Sale, es gibt immer so zwei, dreimal im Jahr einen Sale, ausgenommen Black Friday etc., aber die haben gerade einen dicken Sale drin. Dementsprechend kann man da bis zu 50% sparen und das könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Auch den Shop findet ihr unten in der Infobox, aber hier findet ihr alle möglichen Sachen von Schuhe bis, ich sag mal, Klamottenmarken etc. Und da kann man einfach ein paar Euro sparen. Dementsprechend habe ich das einfach mit reingenommen. Wie gesagt, das ist so
Anfang von diesem Premium-Bereich mit drin oder sehr viele Premium-Brands sind auch mit drin, aber es ist nicht nur, ich sag mal, High-End teure Sachen, wie jetzt zum Beispiel diese Champions-Sachen für 29 Euro. Ist ein cooler Preis, aber ihr findet da genauso hier wie hier oben Givenchy oder Off-White-Sachen, die aber auch reduziert sind, falls ihr sowas sucht. Auf jeden Fall ein cooler Shop. Oder Amiri hier. Natürlich sind sehr, sehr teure Sachen, aber ihr findet alles gemixt da drin und es ist ein cooler Store. Dementsprechend checkt das auf jeden Fall mal ab. Dicke Empfehlung, Sale findet ihr gerade wirklich nicht an jeder Stelle. Und ja, wer kann sowas nicht gebrauchen, wenn ihr auf der Suche seid nach dem einen oder anderen Piece? Sehr nice. Und ja, genauso der nächste Shop, da habe ich auch einen Sale mit reingenommen. Und beispielsweise jetzt hier, das ist wirklich der Premium-Shop, muss ich sagen. Der Premium, ja, wie sagt man, Backup-Shop von diesen ganzen Marken Italist. Ich habe das schon mal in meinem Video erwähnt. Und hier findet ihr sogar die aktuellsten Sachen im Sale. Wie jetzt zum Beispiel jetzt hier diesen Balenciaga-Hoodie. Da, wo ihr einfach mal, wenn ihr sagt, ihr möchtet den haben, der ja so ein bisschen in dieser All-Time gibt es einfach immer zu kaufen. Der kostet, trägt dann sehr, sehr viel. Und hier könnt ihr zum Beispiel einfach mal 100 Euro sparen. Ich muss euch allerdings so sagen, was ich nicht cool finde an der Seite, also 100% real die Seite, 100% echt und könnt ihr auf jeden Fall safe bestellen. Der einzige Nachteil, den ihr habt, ihr müsst mit Kreditkarte bezahlen. Also ihr könnt hier nicht mit PayPal bezahlen, aber die haben wirklich, wenn ihr hier in den Sale-Bereich reingeht, von Taschen, Accessoires, Sonnenbrillen und alle möglichen Designer sind am Start. Also wirklich alles Mögliche, was Rang und Namen hat. Ob es jetzt Balenciaga und Co. oder Dior etc. Also das ist wirklich der absolute Premium-Store. Und ich gehe jetzt hier einfach mal auf Dior. Hier, dann seht ihr alles Mögliche von Sonnenbrillen bis Taschen bis Klamotten etc. Ist alles Mögliche am Start. Oder hier zum Beispiel Saint Laurent, gehen wir auch mal ganz kurz drauf. Saint Laurent. Hier habt ihr alles Mögliche, sogar hier die Sommersachen schon teilweise reduziert, was ihr eigentlich normalerweise nirgendwo anders bekommt und teilweise auch richtig fett reduziert. Deswegen checkt den Shop auf jeden Fall ab und die haben coole Sachen am Start und da kann man echt Euro sparen. Und ihr kriegt hier zum Beispiel auch nochmal Sachen, die teilweise überall ausverkauft sind, ob es jetzt Farfetch ist etc. Teilweise gibt es die hier in dem Shop einfach nicht. Ist einfach nur nicht so bekannt. Aber Italist ist wirklich eine sehr, sehr coole Seite und habe ich schon ein paar Mal bestellt. Dementsprechend checkt das auf jeden Fall ab. So Leute, und das war es auch wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das ganze Sale-Sommer-Collection bzw. Spring-Pieces etc. Ich will das gar nicht zu lange ausführen. Gefallen? Dementsprechend lasst mir auf jeden Fall einen Daumen hoch da und auf jeden Fall safe ein Abo. Würde mich extrem darüber freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Peace out. Ciao.